Hallo, herzlich willkommen zum Elden Ring Network Test. Vielen Dank, dass Sie sich eingeschrieben haben. Die Anmeldung an den Spieleserver von Elden Ring läuft. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Vielen Dank für Ihr Interesse an Elden Ring, ein Produkt von Banco Namai, programmiert von FromSoft. Es wird gerade auf allen Leitungen eingeloggt. Der nächste freie Port ist für Sie reserviert. Woher wusste ich, dass sowas passieren wird? Oh, es geht los. Sie haben es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Oh, Junge. Alles klar. Wir haben die normale Dark Souls-Steuerung. Springen auf X oder auf A. Rollen und Ausweichen ist auf B. Ducken ist auf den linken Stick reingedrückt, während der rechte Stick zum Anvisieren und zum Zentrieren ist. Also sieht auf jeden Fall schon ein bisschen besser aus als natürlich die alten Spiele. Gnade berühren. Ah, das ist unser Rastplatz. Da sind schon die ersten gestorben. Ich verstehe auf jeden Fall, weil die dann wahrscheinlich runtergefallen sind. Was sind das hier? Na, ach, das sind die Nachrichten. Okay, Aktion umschalten. Okay. Wow. Wie geil ist das denn? Oh, da ist schon der erste Gegner. Den werden wir uns gleich gönnen. Aber eben noch mal ganz kurz. Einmal kurz gucken. Ja, Fabian, das ist dein Zuhause ab dem 25.02.2022. Hier wirst du lachen, weinen, sterben, dich wie neu geboren fühlen. Vielleicht fühlst du dich wie ein junger Gott. Vielleicht überdenkst du auch noch einmal dein Leben. Aber hier findest du erneut zu dir selbst. Real Happy World. Namaste. Come to the lands between for the Elden Ring, Of course you have. No shame in it. Feel free to go off and die in a ditch somewhere. Yeah, okay. Oh. Hier sind schon die ersten gestorben, weil die ja wahrscheinlich... Ah, wir haben, glaube ich, schauen wir mal, keinen Fallschaden. Woo! Superhero landing! Yeah, that's really hard on your knees. Leute, wollen wir uns den grabben? Ich glaube, den sollten wir uns holen. Oh. Der hat genauso viel Bock auf uns. Yo. Oh. Nein. Na, oh. Das war gut, das war gut, das war gut. Na komm, komm, komm. Gesagt, getan, oder? Wir schaffen den, oder? Da, oh, 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 oh. Er sieht mich, er sieht mich, er sieht mich, er sieht mich, er sieht mich und er hat Bock. Okay, also er ist auf jeden Fall hinten ungeschützter als vorne und an der Seite. Oh, was für Ausdauer er zieht mit dem Schlag. Oh, 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 oh. Pferd schlägt zu. Nee, Pferd schlägt nicht zu. Oh, Sprungangriff zieht mehr ab. Okay, wir sind sowieso Stärke. Okay, okay, okay. Ha. Pferd schlägt zu. Ah, der hat mich im Sprung. Im Sprung. Okay, ich brauche ein bisschen mehr Platz. Ich werde jetzt wahrscheinlich ein bisschen ausfallender spielen. Ja, was heißt ausfallender? Ich werde mich mehr bewegen als sonst. Wie ihr seht, vergeht die Zeit und auch das Wetter ändert sich. Ich möchte wissen, ob wir von dem irgendwas looten können. Sagen wir noch 5 Versuche. 3 Schläge. Nein, nein. So wie Atomkraft. Atomkraft ist auch... Nein, 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 nein! Ah, niemals springen. Egal, wie verlockend das ist. Nicht springen. Oh. Das war gut, das war gut. Ein gewohntes Bild. Ich komme in den Stream und du stirbst. Ja, alte Souls-Vibes und Sekiro-Vibes. Wir haben 3-mal gekämpft und es ist wieder morgen. Vorher war es früh am Tag, das bedeutet, wir kämpfen jetzt schon einen Tag gegen ihn. Okay, wir müssen auf Schildseite hinten bleiben. Das ist egal, wie du springst. Ich glaube, ich habe den Schwachpunkt raus. Okay, cool. Was haben wir gesagt? Nicht springen. Ah, wie kann das sein? Oh. Nein, 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 nein. Oh, ja. Holt er nochmal aus? Ja. Nicht mal die Hälfte runter.
Okay, wir haben jetzt noch zwei Versuche plus einen letzten. Und dann gehen wir weiter. Dann ist es halt so. Wo kommt denn bitteschön dieser vierte Schlag auf einmal her? Was war das denn für ein... Okay, wir werden das jetzt noch Uno letztes Mal probieren. Wie gesagt, wenn das nicht ist, wenn das nicht soll, dann soll das halt einfach nicht. Dann ist das halt so. Dann ist das Spiel halt unfair. Das hat nichts mit meinem Können zu tun. Das liegt ganz allein am Spiel. Wenn das nicht funktioniert, dann spiele ich halt einfach, weiß ich auch nicht, dann spiele ich Kingdom Come Deliverance weiter. Das ist ein richtiges Mittelalterspiel. Nicht sowas hier. Ist ja voll unlogisch, so ein riesiger Typ auf dem Pferd. Hast du sonst noch irgendwas zu bieten? Imposanter, goldener Wächter? Was bist du überhaupt? Mann? Maus? Was kannst du ohne dein Pferd? Komm, steig ab, Mann gegen Mann. Ich glaube, der kann nichts ohne sein Pferd. Deswegen ist er auch nur ein Wächter und kein richtiger Ritter und so. Nimmst du wohl deinen Job zu ernst, ne? Ja, versuch's ruhig. Nicht mehr getroffen. Nimm mal deinen Helm ab. Zeig mal dein Gesicht. Okay, wir gehen einfach weiter ins Tor. Ich komme mit klar. Ich verstehe das wirklich. Ich meine, du bist halt ein Wächter. Und niemand mag dich. Ich schwöre, spätestens am 25.02. sehen wir uns wieder. Und dann hast du verkackt. Gehen wir halt hier lang. Bye, have a great time. Ja, hau bloß ab. Solltet Angst vor mir haben. Der Wächter hat's auch. Ist auf jeden Fall schon wieder richtig gut. Und ist direkt in den Vibe drin. Ich finde es auch schön, dass jetzt hier so viele Tiere und sowas da noch bei sind. Was ist da denn? Kirche von Ellen. Ellen! Wie bist du denn? You better watch out, you better watch out, you better watch out, you better watch out, you better watch out. I am Carly, purveyor of fine goods. Hast du vielleicht eine andere Waffe für mich, die ich benutzen kann? So eine schnelle Waffe wäre ganz cool. Ein Krummsäbel zum Beispiel. Oh, ein Krummsäbel. Krummsäbel wäre ein Traum. Kann ich irgendwas verkaufen, dass ich... Ich kann mir einen Krummsäbel kaufen, ich raste komplett aus. Jetzt werden wir unbesiegbar. Doubt. Ey, bist du Freund oder Feind? Spuck auf den Boden, wenn du Freund bist. Okay, cool. Ha! Was? Was? Du bist kein Wächter, hä? Was ist, wenn wir uns jetzt von hinten ankommen? Wir haben ihn beklaut. Und wir haben goldbeschmierten Code haben wir uns gerade geholt. Ich will nur noch mal betonen, goldbeschmierter Code. Freund oder Feind? Wenn du Freund bist, spuck auf den Boden. Ah, sieht nicht so freundlich aus. Wuffdolche, die können wir doch sofort ausrüsten. Mal gucken, was die so bringen. Oh, jemand mit einem... Okay, cool. Psych! Ach, herrlich. Herrlich. Für alle Leute, die immer mal Souls gespielt haben, ihr werdet euch so wohlfühlen, weil ganz viele der Mechaniken sind halt einfach immer noch die gleichen. Es ist ein richtig schönes, gleiches Feeling. Sind die Item Descriptions auch wieder so kryptisch, dass man von diesen lernen kann? Ja, von Wagram, dem blutigen Wolf, einer der ersten Befleckten. Okay. Man könnte jetzt auch sagen, weißes Haar, Wolf. Yo, was geht sonst bei dir? Yo, gerade noch von Wolfen gesprochen. Und der nächste. Zwei sogar. Okay, cool. Mit dem Wolf habe ich jetzt so nicht gerechnet. Aber cool. Wie die Wölfe ein Antackeln. Wie cool ist das denn bitte? Und er sieht flauschig aus. Ein bisschen zerzaust, aber flauschig. Boah, ohne Witz, das Fell sieht aus wie bei meiner Katze. Ja! Das ist jemand anders mit dem Sch... Yo. Okay, ich komme auf jeden Fall mit dem Krummsäbel besser zurecht als... Oh, das aber... Rein theoretisch würde der rote Augen haben. Da hinten ist noch einer. Ist hier noch irgendjemand oder habe ich hier offenes Feld? Ich habe offenes Feld. Gut. Oh, der hat aber richtig schön... in meinen Kopf gepiekt. Jetzt werden wir unbesiegbar. Okay, jetzt können wir uns einmal beim Pfahl oder Ort der letzten Gnade. Wir gehen im Ort der letzten Gnade. Hey, was, warum läufst du weg? Why are you running? Ah, das sind die Dings. Das sind die
Lizards. Die Lizards sind hier Käfer. An denen können wir unsere Flaschen auffüllen. Das bedeutet, wir müssen nicht unbedingt immer zum Punkt der Gnade zurück, sondern wenn wir so einen unterwegs finden, können wir daran noch unser Leben wieder auffüllen. Hallo Wolf. Ha! Was geht, Leute? Öfter hier, ich bin, um vorbeizuschauen. Mag er abonnieren? Oh, sorry, ich dachte, er fängt. Ich dachte, er fängt wirklich. Ey, chill deine Base. Ah, das mit dem... Ah, oh nein, und der nächste kommt. Errate, wer verkackt hat. Das bin ich. Die Gegner sind auf jeden Fall noch richtig ernst zu nehmen. Vielleicht schaffen wir es heute doch nicht zum Boss, den ich sehen wollte. Aber dafür sehen wir richtig viel anderes. Oh, Elden Ring Gameplay. Freue mich schon auf das Spiel. Auch dir, hi. Mark. Ich sag Mark. Ich hoffe, Mark ist okay. Genau, Spiel ist... No shit, Sherlock. Natürlich muss ich das Spiel vorher beenden, aber was soll ich tun, wenn es abstürzt? Was soll ich tun?